So, moin moin meine Lieben und damit ein recht herzliches Willkommen hier zur Release-Version auf der Talbach. Ja, gestern kam sie raus, ich habe sie mir dann auch ganz ganz fix runtergeladen und habe da schon mal so ein bisschen raufgeguckt, habe versucht den Hof wieder herzurichten. Ich habe wirklich überlegt, ob ich jetzt komplett neu anfange oder versuche den Spielstand wieder herzustellen, wie wir ihn hatten. Hab dann mal geguckt, weil so viel ist ja noch gar nicht passiert, das war auch bewusst so gemacht zum Teil. Weil sonst hätte ich wieder sehr, sehr viel nachholen müssen. So, jetzt ist die Release-Version da. Also wer möchte, kann sie jetzt runterladen. Wer vorher noch gesagt hat, ah, ich weiß nicht, immer wieder neu anfangen ist nicht so meins. Jetzt ist sie da und wer möchte, kann sich die gerne ja, runterladen und bespielen. Ich werde euch natürlich jetzt nicht sagen können, was da jetzt alles noch dran gemacht wurde und. Das würde den Rahmen dieser Folge definitiv sprengen. Dafür haben wir die Zeit auch gar nicht. Das müsst ihr euch dann schon selber durchlesen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Freut mich, dass sie da ist. Wir können jetzt richtig durchstarten. In der nächsten Woche ja, kommen dann auch wieder vermehrt Folgen, sodass wir da nahtlos ja, anknüpfen können. Ich habe erzählt, dass ich alles wieder hergerichtet habe. Ich zeige euch mal ganz kurz, wo wir aktuell sind. Also die Fläche 19, die war ja mit Raps angesät. Die 5 auch. Die 11 war noch nicht angesät und die 14, die habe ich noch neu dazu gekauft. Ich habe mir gedacht, ja, irgendwie 3 Flächen ist vielleicht doch ein bisschen wenig. So 4 ist zum Start, denke ich mal, ganz gut. Also ich habe wirklich alles wieder so hergestellt, wie es war. Bis auf die 14, die habe ich jetzt nochmal neu gekauft. Und damit sind wir ja quasi auf dem Standpunkt. Ihr seht, ich habe auch schon Fahrgassen drin. Das ist auch alles angesät, ist aufgekeimt. Die Fläche habe ich auch schon gespritzt hier, die 5. Die 19 müssen wir noch spritzen. Und ich wollte es eigentlich dann so herrichten, dass wir wirklich von der letzten Folge zu dieser Folge ja keine große Lücke haben, beziehungsweise dass das so rüberkommt, als wenn wir neu anfangen müssen. Eins ist doch ein bisschen anders, und zwar das Wetter. Das hat heute hier in Game den ganzen Tag geregnet. Wir sind auch schon fast im Abend drin, ne? Also im ersten Septembertag. Und ja, gut, den müssen wir dann mehr oder weniger überspringen. Ich werde noch ein bisschen, na, man sieht es glaube ich ganz schlecht. Ich werde noch ein bisschen Spritzen fahren mit dem 800er Fan. Die Fläche hier vorne, die muss noch gespritzt werden. Ah, aber sonst habe ich wirklich alles hergerichtet. Zum Start habe ich auch gleich die Tiere geholt. Bevor ich den Fuhrpark gemacht habe, habe ich erstmal den Rest gemacht. Ihr seht, das passt auch wieder soweit alles. Die Kapazität bei den Kisten wurde verringert, habe ich gelesen. Ich glaube, da gehen jetzt nur noch 325 Stück oder sowas rein. Das heißt, die erste Kiste ist schon voll, da drüben auch. Und die müssten wir dann mal abtransportieren. Das geht dann natürlich jetzt alles auch ein bisschen schneller. Und ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir... Na, ich lasse das Licht mal an. In der nächsten Folge werden wir dann auch... Ja, damit zu tun haben, dass wir uns ein bisschen was von der Produkt vom Händler holen, so rum, ein paar Kisten und dann das Ganze ja auch bestücken können und die Produktion langsam angehen können. Wer sich noch daran erinnern kann, in der letzten Folge hatte ich das Thema Ausmisten. Hier ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen Mist gespawnt. Ich habe jetzt schon ein bisschen was nach hinten gefahren, den Rest machen wir jetzt gleich noch. Aber das Hauptthema, was wir ja eigentlich hatten, ich hüpfe mal ganz kurz hier rüber, waren ja die Kälber. So, und da habt ihr mir gesagt, ausmisten. Und das klappt tatsächlich. Also ich habe mal ein bisschen was hier vorne hingefahren. Ich weiß nicht, ja doch, so kann man es einigermaßen sehen. Habe das ausprobiert und das funktioniert wirklich gut. Also das ist echt eine coole Sache. Ich hatte das schon als Überlegung in der letzten Folge. Aber ich habe mir gedacht, na, das Spiel wird das bestimmt nicht hinkriegen. Und deswegen habe ich es erstmal gelassen. Ja, ich hätte es mal ausprobieren sollen. Und da werden wir jetzt mal weitermachen. So, nee, das ist der Milchshuttle. Da müssen wir gleich auch noch hin. Wir werden ein bisschen ausmisten. Ihr seht, ich habe mir auch schon ein neues, ja, Outfit angezogen. Also wir sind jetzt hier wirklich in der vollendeten Version. Ich glaube, wenn dort nochmal ein Update kommen sollte, werden wir dieses Update nicht mehr ziehen. Also das werden wir, glaube ich, nicht mehr machen.
Wie war das denn jetzt? War das hier mit Z? Oh, jetzt muss ich ja mal ganz kurz das HUD anmachen. Steuerung Z war das, glaube ich, ne? Ach nee, mit R. R, beladen. Nee, doch, Steuerung Z. So, ach so, ich kann es auch so machen. Ah, okay. Aber so ist natürlich besser, ne? So ist natürlich besser. So, gut. Machen wir zwei, dreimal. Soll ja auch vernünftig aussehen. Gut, dann wissen wir jetzt nochmal, wie die Belegung war. So, und dann fahren wir das Ganze. Hoppala. Na, komm schon. So, dann fahren wir das Ganze einmal raus hier. So. Bring das mal weg. Wir könnten auch in Ansicht, ne? So ein bisschen. So, das passt ganz gut. Das finde ich ist eine mega geile Sache, dass man das dann auch so machen muss. So, wir kippen das jetzt einfach hier hin, weil wir das dann auch mit dem Weidemann gleich einmal wegholen werden. Ich finde das mit der Steuerung immer noch so ein bisschen kompliziert hier. Deswegen sieht das auch manchmal so ein bisschen unbeholfen aus bei mir. Aber ja, das werden wir hinkriegen. Wir müssen die Kälber dann auch gleich noch wieder füttern. Aber das ist wirklich gut. Das passt optimal. So, Steuerung Z. Perfekt. Nur zwei, dreimal geht natürlich nicht alles rein, weil er jetzt aus zwei Boxen gleichzeitig nimmt. So, das passt dann auch. Die Geräuschkulisse. Ja, ist manchmal ein bisschen nervig, wenn man hier zu lange drin ist. Aber das ist geil. Das ist wirklich cool. Und ich freue mich jetzt auch wirklich, dass die Release-Version da ist, weil dann können wir hier halt auch so richtig durchstarten. Ich hatte auch Angst, zu weit vorzugehen und da richtig reinzuspielen in das Ganze. Weil dann wären wir halt wirklich zu weit vorne gewesen, ne? Das wieder aufzuholen, das wäre wirklich viel gewesen. So habe ich jetzt knapp, ja, 2,5 bis 3 Stunden Vorbereitungszeit gehabt. Also es ging eigentlich. Also es war noch relativ okay. Dadurch, dass wir halt, ja, nur zwei Flächen angesät hatten, ging das. Also zeitlich war es wirklich machbar. Es war nicht so schlimm. So, dann haben wir das auch. Dann fahren wir den Mist auch gleich weg. Ich glaube, dass wir dann schon relativ guten Mist drin haben. Wir müssen mal gucken, was wir damit machen können. So. Ist natürlich jetzt ein bisschen mühselig, das Ganze. Aber das sollten wir hinkriegen. Ich habe mir hier übrigens eine Palette hingestellt, wo dann halt die Kälbermilchsäcke drauf sind, also das Pulver. Damit ich nicht immer so weit laufen muss, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz coole Sache. So, wir werden uns mal hier hinstellen und werden nochmal befüllen. Oh, die sind wahrscheinlich ein bisschen weit dran, ne? Können wir noch ein Stück vor? So. Aha, jetzt haben wir es. Okay, gut. Perfekt, damit wir jetzt nicht die ganze Folge hier ausmisten, würde ich sagen, mache ich mal hier einmal ein bisschen weiter. Und dann sehen wir uns gleich, denke ich mal, nochmal am Weidemann. Bis gleich. So, die Kälber sind versorgt. Ich habe auch nochmal gleich ein bisschen Milch gegeben. 4 Säcke haben wir noch, ist jetzt auch nicht mehr so viel. Das heißt, wir müssten da auch nochmal zum Händler fahren und ein bisschen Nachschub besorgen. Aber erstmal werden wir den Mist, was wir jetzt hier alles rausgefahren haben, einmal zur Mistplatte fahren und dann nochmal den Stall ausmisten. Ja, gut, das sind jetzt Arbeiten, die sich heute vielleicht so ein bisschen wiederholen, aber in der nächsten Folge, ja, geht es denn da halt nahtlos weiter, ne? So, wir werden uns mal ein bisschen Licht anmachen. Vorne reicht. Na, wollen wir mal rückwärts fahren. So, dann fahren wir das nochmal zur Mistplatte und ja, ich denke mal, ich weiß nicht, ob ich nächste Folge noch das Spritzen mit reinnehme, aber auf jeden Fall werden wir uns dann ein paar Kisten kaufen für die Obstgeschichte. Und ja, die werden wir dann schon mal einlagern. Ich weiß ehrlicherweise auch noch nicht so ganz, ob ich mir hier so einen eigenen Hofstapler kaufen soll. Oha, da hinten waren wir drauf. Müssen wir nochmal ganz kurz zumachen. Nicht, dass die hier ausbüchsen. Das wollen wir ja nun nicht. Wir halten mal einmal ganz fix an. Voilà. Einmal zumachen. Hier hat Repi übrigens auch einen Weg gemacht jetzt, ne? Der war vorher nicht da. Das ist auch eine sehr, sehr geile Sache. Also ich zeige euch das auch nochmal so ein bisschen Tageslicht, wenn es dann halt nachher wieder ein bisschen heller ist. Es hat hier wirklich den ganzen Tag geregnet. Also von morgens, ja, bis knapp vor einer halben Stunde ungefähr. Und da wollte ich nicht spielen. Also ich habe das Ganze noch so weit fertig gemacht, wie wir halt waren. Und so, jetzt muss ich nochmal gucken wegen der Belegung, weil ich mir das ein bisschen umgelegt habe hier. So, das sieht aber ganz gut aus. Was habe ich eben gerade gesagt? Also ich habe bis dahin gespielt, wo wir halt waren. Und dann habe ich halt erstmal vorgespult, weil im Regen wollte ich jetzt nicht so viel machen.
Wäre natürlich auch blöd gewesen. Und da das jetzt dunkel ist, kommt diese Hofarbeit dann doch eigentlich genau, ja, passend, weil sonst hätten wir hier sehr, sehr viel im Dunkeln spielen müssen. Und das wollte ich tatsächlich auch nicht, ne? Und ja, dann machen wir das halt heute nochmal so ein bisschen, was wir letzte Folge gemacht haben. Und nächste Folge geht's dann da ganz normal weiter. Ich denke, das ist eine gute Lösung. Ich habe mir da wirklich Gedanken gemacht, wie wir es jetzt am besten machen. Aber ich glaube, so ist es cool, weil wieder neu anzufangen, das wäre, glaube ich, für alle nicht so cool gewesen. Dann hätten wir die Arbeiten nochmal gemacht. Und das hätte, glaube ich, keiner gewollt. Ach so, die Silageballen. Ja gut, die habe ich mir natürlich jetzt so ein bisschen imaginär wiedergeholt. Die habe ich jetzt erstmal in das Lager gepackt, weil die ja noch hinten standen. Ich glaube, es waren 15 oder 16. Also nagelt mich jetzt da nicht drauf fest, wenn ich einen mehr habe oder einen weniger. Genauso wie beim Stroh bzw. Heu. Ich habe die jetzt nicht alle nachgezählt, ne? Also ich habe da jetzt mal so ein bisschen so nach Gefühl, wenn da jetzt vielleicht, wie gesagt, ein, zwei mehr sind oder ein, zwei weniger. Mein Gott, dann ist es halt so, ne? Aber wir haben den Spielstand so im Großen und Ganzen, wie wir ihn hatten. Und das ist erstmal das Wichtigste. So, das war gerade ein bisschen sehr doll. Ja, guck mal. Also in die Schaufel bzw. in die Ballengabel. Ich weiß gar nicht, was habe ich das letzte Mal gesagt in der Folge? Da habe ich selber die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Achso, Forke habe ich gesagt. Forke. Also im Grunde genommen ist es ja keine Forke, es ist ja eine Schaufel bzw. eine, ja, eine Mistgabel in dem Sinne. Naja, oder eine Dunkgabel, kann man ja auch dazu sagen. Aber naja, was ich da gesagt habe, war natürlich nicht so ganz richtig. Habe ich auch so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als ich das dann im Nachhinein gesehen habe. Aber in der Folge merkt man das manchmal gar nicht, was man da so von sich gibt. Das kriegt man dann erst im Nachhinein mit, weil man ja doch ein bisschen konzentriert ist. Und naja, also wenn ich da manchmal was sage, was nicht so ganz richtig ist, nehmt es bitte nicht zu ernst, ne? Das kommt bei mir des Öfteren mal vor. Aber das macht das Ganze dann, glaube ich, auch so ein bisschen sympathisch. So, das wird die letzte Schaufel sein. Also 2000 und ein bisschen ist schon viel. Gut, das ist jetzt quasi. Na, wann habe ich die gekauft? Gestern, die Kälber. Ja, gleich morgens, ne? Also anderthalb Tage. Ja, knapp 2000 Liter und ein bisschen ist okay. Also ist, denke ich mal, okay. Ich weiß nicht, ob das bei den Kälbern im Winter auch höher ist, der ganze Verbrauch. Müssen wir mal gucken, dass die dann auch ein bisschen mehr Mist produzieren. Aber das schauen wir uns dann an, wenn es dann nachher soweit ist. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock hier drauf. Wie gesagt, ich freue mich, dass die Release-Version da ist, weil dann können wir halt jetzt so richtig das Ganze bespielen, ohne Angst zu haben, dass wir da nochmal neu starten müssen. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe. Falls da nochmal ein Update kommen sollte, wo man einen neuen Spielstand anfangen müsste. Ich glaube, das werden wir nicht machen. Hat folgenden Grund. Ja, wir haben hier alles, was wir brauchen. Und ich denke mal, wenn wir da nachher dann wirklich zu weit im fortgeschrittenen Spielstand sind, das würde ich mir nicht mehr antun wollen. Also da hätte ich dann selber auch keine Lust drauf. Deswegen, das, was jetzt so ist, ich denke mal, damit können wir gut spielen, kommen wir auch sehr gut klar. Und so werden wir das Ganze dann auch handhaben. Ja, ihr müsst da wieder drin rumlaufen, ne? Ihr müsst da wieder drin rumlaufen. So, jetzt kommt da mal weg. Das sieht soweit ganz gut aus. Es ist ein bisschen mühselig. Das habe ich, glaube ich, auch das letzte Mal schon gesagt mit den 1000 Litern hier. Aber das ist vollkommen ausreichend. Wie gesagt, wenn wir das zweimal am Tag vielleicht machen. Ich habe letztes Mal gesagt, einmal am Tag. Aber bei so einem hohen Verbrauch oder Produktionsrate an Mist, würde ich sogar schon fast sagen, morgens und abends. Und dann sollten wir damit aber sehr gut klarkommen. Ne, ihr seht, das sind jetzt knapp anderthalb Tage hier, was hier drin ist. Also das ist schon ein bisschen was. Das sind knapp, das werden am Ende, denke ich mal, so um die 20.000 Liter sein, die hier drin sind. Das ist schon jede Menge. So, gut, dann haben wir die erste Folge ein bisschen mit Hofarbeit wieder verbracht. Ich habe euch mal so ein bisschen ins Boot geholt, was hier so los ist, wie der aktuelle Stand ist. Ich denke mal, zur Einführung in das Ganze ist das wieder gar nicht so verkehrt gewesen. Ja, ich denke mal, in der nächsten Folge werden, nee, in der nächsten Woche werden ein paar Folgen mehr kommen. Wie gesagt, weil wir hier jetzt ohne Probleme durchstarten können. Und dann schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal so machen. Ich werde hier noch ein bisschen aufräumen, werde noch ein bisschen, ja, so Kleinigkeiten machen. Weil so ein, zwei, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kleine Sachen fehlen noch. Die eine oder andere Gabel. Ja, vielleicht der eine oder andere Manure-Schlauch. Zum größten Teil, das habe ich alles wieder platziert. Aber ich werde nochmal rüberluschern, was noch alles so fehlt.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da lassen, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt. Auch wenn ich vielleicht nicht jedes Mal antworte, dürft ihr trotzdem gerne was schreiben. Bei Fragen versuche ich natürlich immer zu antworten, wenn sie natürlich sehr, sehr wichtig sind. Und ansonsten, hoppala, das war falsche Richtung. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's erstmal gut und tschüssi.